Jetzt sprich. Hey, willkommen hier zurück bei Super Mario 3D World. Und wir sind in der nächsten Welt, was wahrscheinlich wieder eine Unterwasserwelt ist, so wie ich mache. Eis. Oder Unterwasser. Oder Eis. Eiswasser. Also das da vorne sieht aus wie ein Kuchen. Schneetreiben im Winterpark. Ja, das ist eine Wasserwelt. Ja. Klingt schon so. Klingt schon so. Muss man... Lass mich... Was soll ich machen? Schnee ist halt gefrorenes Wasser, ne? Das ist jetzt eine Lüge, ja. Das ist jetzt... Die Krone! Ja, jetzt Quatsch. Die Krone! Bist du jetzt wirklich daran gestorben, die Krone aufzusammeln? Ja. Andere Frage, bist du wirklich aus dem Level gefallen? Die Krone! Oh mein Gott, Hilfe! Rettet die Krone! Oh, ich hab dir gerade Schneeball gegeben. Dankeschön. Sterb! Oh Gott, was ist hier? Sterb. Ja. Ich komm da nicht rein. Hol du einfach den Stern. So, ein normaler Sprung hätte auch gereicht. Auch interessant. Gott. Ist da irgendwas Nützliches drin? Mann, ich hasse diese Schneepokies. Wieder dran, ne? Ich seh das. Und irgendwie klappt's nicht. Warte mal, ich kann doch auch... Tanuki! 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 Da ist ein Tanuki drin. Ich weiß, aber ich möchte gerade keinen. Warum nicht? Ich nehme den Stiefel. Gut. Kann man auch tun. Komm her! Ich werde verfolgt von einem Stiefel. Das ist der Stoff auf dem... Okay. Frauen und Schuhe. Na, jetzt sagtest du bestimmt, ich wäre schon wieder runtergefallen. Ja, ich bin davon ausgegangen. Ich will auch einen Schuh. Verdammt. Nein, jetzt hat mein Tanuki verloren, du doofe Kumba-Schuh. Schuh-Kumba, stirb. Die Krone. Meine Krone. Meine Krone, meine Keime. Mein Tanuki. Wuhu, Tanuki, Tanuki. Hui. Stirb, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. So, gehen wir weiter. Ja, machen wir das. Es gibt hier bestimmt noch unglaublich viel zu sehen und zu entdecken. Und zu erkunden und zu knuddeln und... Oh Gott, töten Gegner! Ich kann keinen ganzen Satz mehr bilden. Töten Gegner! Möchtest du ja nicht aufhören, all unsere Leben zu verschwenden? Das wäre... Stirb, Pauki, stirb! Okay, ich werde jetzt todesmutig den Stempel holen. Ich bin tot. Nein, ich überlebe doch! Die Krone! Die Krone ist gefallen! Die Krone ist gefallen, Leute! Spendet jetzt 5 Euro für eine neue Krone. Oh. Muss da hoch! Komm, wir müssen da irgendwie hochkommen. Sofort. Schaffst du das? Nein. Teamwork ist angesagt. Jawohl, dankeschön! Bitteschön. Wuhu! Teamwork for the win! Ich sag ja, wir kriegen das langsam mit dem Teamwork hin. Wir spielen eigentlich halb zusammen, halb gegeneinander. Was hast du da jetzt aufgesammelt gehabt? Ja! Aber er auch. Ich hätte jetzt gelacht, wenn du wieder zu weit geflogen wärst. Was habe ich aufgesammelt? Weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Wahrscheinlich weiß nichts. Leben. Könnte sein. Was stand da? Oh, da stand gerade irgendwas total Unleserliches. Wieder sehr knapp. Ja. Aber du kommst näher dran. So ab der Hälfte des Spiels überholst du mich wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ich glaube nicht daran, aber mal schauen. Doch, glaube an das Herz der Freundschaft. Was hättest du... Och nein. Aha, interessant. Uhu Haus, yay, ich hasse das. Das gibt Rache. Okay. Okay. Erst die Statue oder ist das Haus? Erst das Haus. Erst das Haus. Erst das Haus. Gruselhaus. Das ist eigentlich Welt 3-3, aber jetzt sind wir schon drin. Beschütz mich! Ich hab Angst. Ja, keine Angst. Alles gut.
Alles ist okay, ganz ruhig. Wir schaffen das. Renn nicht weg. Doch. Sei ein Mann. Da. Bierman. Du kannst die Boosungs nicht töten. Die sind wie in jedem Mario-Spiel fast komplett unbesiegbar. Ich meine, warum auch nicht? Mit ultra starken und nervigen... Hier unten ist nichts. Wow. Danke, Nintendo. Danke, wirklich. Dass ich hier mit meiner Zeit verschwendet habe. Können wir da reinspringen? Irgendwie... Ah, verstehe. Wir müssen durchhalten, bis wir den Stern haben. Verdammt, Stern! Oh Gott, war das knapp. Ich habe dafür sogar meine Feuerblume verloren. Worth it? Worth. War total worth it. Total. Hui. Hui. Ich will durch die Tür. Ich bin zu blöd, eine Tür zu treffen. Es ist gar nicht so schwer, wie man denkt, merkt, Leute. Put, put, put. Ich bin ein Huhn. Put, put, put. Bock, 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 bock. Bock. Das waren wir heute schon. Warte, waren da, wir hoch, da kann man hoch. Und dann? Tschüss. Du musst A noch viel schneller spammen. Wie ein Irrer. Wie jemand, dessen Leben davon abhängen würde, diese Taste zu spammen. Halt, ich will den Punkt für die Dingsbumsfahne. Okay. Was ist da drin? Blumen für uns. Deine Begeisterung ist kaum in Worte zu fassen. Kann das sein? Blumen. Weg. Warte, hier ist was. Ach so, okay. Weg. Hilfe, Hilfe. Was ist da denn? Oh, hier ist... Wow, ein Leben. Er hätte auch ein Stern sein können. Er hätte. War es aber nicht. Du hast mich enttäuscht. Ich werde dich jetzt verlassen. Mach das. Bis nachher. Oh, da ist eine Röhre. Gehen wir. Ich würde gerne zuerst dahin gehen. Okay. Möchtest du das? Warum bin ich jetzt in die Blase gegangen? Hier gibt es nur Zeit. Ach, ich hasse Geisterhäuser. Ich hasse sie wirklich sehr. Oh Gott, die Treppe fällt runter. Da ist auch was. Münzen. Toll. Was? Dein fucking Ernst? Bitte stirb du nicht auch. Danke. Ich geh schon mal rein. Ich will raus. Ich will aus der Blase raus. Ich darf nicht. Au. Was ist da drin? Nichts. Das Leben ist, glaube ich, auch nicht echt. Aber du kannst gerne versuchen, das ein... Ja. Man wird echt nur verarscht. Ja, das macht Nintendo bei den Geisterhäuser gerne. Ja, die Uhr kannst du ja... Alter, renn halt doch schneller in den Tod. Gibt's ja eigentlich sonst noch mal irgendwo einen... Hey, du hässliches Dings. Stirb! Gibt's hier noch irgendwo einen Blutstern, wollte ich fragen. Wow, too much Boos. Ich würde eigentlich auch noch mal nach da hinten gucken, aber dann... Ich glaube, da ist nichts, oder? War da was? Es hat sich zumindest nichts geklärt, ob wir jetzt reden. Ja. Wir können aber auch wieder reingehen, weißt du? Es geht so. Toll. Moment. Ein Stern ist hier hinten. Ich möchte dir nur zeigen, sie ist falsch. Wo ist ein Stern? Ah, nee, doch nicht. Nein, du! Nein! Wow! Weißt du, hättest sogar noch... Ja, keine Ahnung. Poop. Ich hasse Geisterhäuser immer noch. Wo ist der erste Stern? Das ist der einzige, den wir gefunden haben. Nur weil der erste Stern ist, wenn man das Bild von Boohoo rein... Ich hatte den Boohoo geschrieben. Der zweite Stern ist im Bild. Wo ist der zweite Stern? 1000 Millionen Fragezeichen. Okay, danke. Wuhu! Tschu-tschu! So, wird noch ein kurzes Level frei. Das wäre super. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist ein kurzes? Das ist eine Röhre. Ein Captain Toad Abenteuer. Ja, dann beenden wir die heutige Folge mit Captain Toad. Wie könnte man eine Folge schöner beenden als mit Captain Toad? Nadeln in die Augen stechen zum Beispiel. Soll ich dir schon mal deinen Kotzeimer bringen? Du hast einen Kotzeimer für mich?
Ich kann dir so einen Putzeimer geben, wenn du das... Du bist so versorgt. So. Let's go. So. Ah, ich darf mich wieder zurücklehnen. Ist das angenehm? Nein, ich rücke es nicht ins Mikro. Ich benehme mich jetzt. Man muss sich ja bei, wenn man zu Gast ist, benehmen. Ja. Ja. So. Wir sehen, er ist erneut im Rausch der Geschwindigkeit. Er ist jetzt unter Wasser und muss aufpassen, dass er nicht von einem Feuerwalzenhai getötet wird. Und er versucht auch zu kommentieren, allerdings ist das Unterwasser nicht so einfach. Aber ansonsten läuft alles gut soweit. Das ist der schönste. Komm mal für die Sterne ein. Schneller. Weißt du gerade nicht, was du tun musst? Aha. Okay. Du hast gerade den Kopf von deiner Mutter eingesammelt. Wie fühlst du dich dabei? Sehr gut, okay. Da würde ich jetzt nicht rausgehen, außer du musst da. Nach oben, oben. Genau. Jetzt, was ist hier? Okay. Ich muss sagen, der Track hat was. Der ist irgendwie catchy. Dann sollten wir einen Captain Toad-Let's-Play machen. Nein. Davor lieber Let's Play ich COD. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ja. Warte mal, ich muss noch da hin. Ne? Ja, ich glaube von der anderen Seite. Ja, da komme ich von oben hin dann. Okay. Ich habe gedacht, Captain Toad Level wäre doch ein bisschen gut. Kannst du das irgendwie mit dem Gamepad machen? Nein, kannst du nicht. Hör auf, es geht nicht. Nein. Nein, es geht nicht. Hm. Ach, da oben ist ein Schalter. Okay. Kommen wir darauf? Von da unten. Du musst auf diesen. Nicht von da unten. Du musstest auf diese Grasfläche. Die Folge wird doch länger. Captain Toad sei Dank. Wie komme ich denn auf die Grasfläche drauf? Das ist eine gute Frage. Geh nochmal auf die andere Seite. Jetzt geh nochmal nach oben. Nee, warte. So, ich jetzt nach oben. Ich glaube, da kannst du mit dem Gamepad nichts machen. Hör auf! Es geht nicht! Sieh es endlich ein, es wird nicht klappen. Geh mal nochmal auf die andere Seite raus. Okay. Das Level ist ja eigentlich linear aufgebaut. Dreh nochmal. Ja, da kannst du doch jetzt runterspringen. Oh. Ich will nicht wissen, wie viele Facepalms diese Aktion gerade gegeben hat. Tut uns leid, aber... Wir mögen Captain Toad nicht und dadurch gehen wir schon negativ an dieses Level ran. Der schwimmt da nicht vorbei, wo du gerade bist, oder doch? Nee, ich wollte nur gucken, dass ich hier jetzt auch drauf bleibe. Ach so. Nicht, dass ich runterfalle, das wäre ja doof. Du hast nur noch 100 Sekunden Zeit! Wird er schaffen? Das und vieles mehr seht ihr in der nächsten Folge von Let's. Du hast noch 80 Sekunden. Schneller, schneller, schneller. Will ich ja nicht hätten, aber schneller. Aha. Ich sehe. Jetzt kannst du den Stern holen. Und jetzt musst du da irgendwie wieder hochkommen. Machst du das gerade richtig? Ja. Okay, ich vertraue dir einfach, weil ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Sehr gut. Professionell und whatever. Ja, du bist gleich am letzten Stern. Oh mein Gott, da hätten wir noch 3 Level in der Zeit springen. Okay, das war jetzt übertrieben, aber... So mache er
eine Auf Wiedersehen sage. Ich hoffe, euch hat dieses Level von Captain Toad gefallen, wie unsere Verzweiflung und, ich will alle töten. Ansonsten. Alles zerstören. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Super Mario 3D und World und wie wir uns alle töten alle und alle sterben. Leidenschaftlich sterben. Ja. Tschüss. Leben! Tod! Leben! Tod! Tod, Leben, Tod. Ja, ist jetzt okay, Mann. Ich weiß, das Spiel macht mich vorsichtig.